Willkommen zur virtuellen Safari mit Timon und Pumba. Timon, du meinst Safaris, oder? Na schön, Safaris. Hab ich verschluckt, das. Also, wir hätten da die Bootssafari. Die nicht von Pappe ist. Und die Jeep-Safari. Die das Ende bedeutet. Ende le Fende, mit le Fit, Schrecken le Fecken. Also, was darf sein? Schippern oder scheppern? Wellen oder Dellen? Brise oder... Vorsicht! Freie Auswahl! So, die Safari-Ausrüstung ist komplett, die Kamera ist klar. Na dann, nichts wie los! Meinst du, da draußen sitzt ein Warzenschwein? Ist gar nicht so einfach, mit Hufen diese Knöpfchen zu drücken. Das ist kein Warzenschwein. Das ist ein Mensch. Und diese Menschen haben Daumen und Finger und 10 Zehen. Genug bewegliche Gliedmaßen, um damit Knöpfchen zu drücken. Na los, zeig's ihm. Tolle Safaris, heiß und fetzig. Sofort startklar. Nicht so zögerlich. Hier gibt es 2 super Safaris. Platsch oder Quietsch, ihr könnt wählen. Willkommen zu unserer nächtlichen Jeep-Safari. Diesmal haben wir Hightech vom Feinsten an Bord, Leute. Aufgepasst! GPS? DVD? Notfallspeck? Doch kein Speck. Set! Ein Notfallset! Entschuldigung. Also, Pumba, Kamera klar? Dann ab ins Vergnügen! Hört nur die exotische afrikanische Tierwelt! Oh, sieh mal, Nashornwechsel. Halt mal an. Der rote Punkt sind wir, oder? Ich glaub schon. Was ist das für ein Geräusch? Ein Nashorn! Nein! Oh, los, schnell, gib Gummi! Ich bin noch ganz. Und du? Alles klar bei dir? Eigentlich ist nur klar, dass ich Hunger hab. Hey, ihr habt Glück. 2 Restaurants voraus. Wählt eins aus. Solange es da was zu futtern gibt, sind Pumba und ich dabei. Links sieht gut aus. Nein, rechts. Nein, links. Ich kann mich vor Hunger nicht entscheiden. Dein Hunger ist ansteckend. Auf geht's.
Oh, es gibt alle meine Leibgerichte, Timon. Ich nehme den doppelten Larvenburger mit einer Lage Tausendfüßler. Nein, Moment, kann ich das auf Trillionenfüßler aufstocken? Oh, und Nachos mit einer Extraportion Mistkäfer. Ich nehme das Stinkekäfer-Mehlwurm-Sandwich ohne Termiten und die drei Heuschrecken am Spieß. Aber höchstens vier, es soll ja keine Plage werden. Oh, und ich nehme noch ein Schokomadeneis. Zwei bitte. Ich werde das Heike. Was? Er hat gesagt, vielleicht meint er, wir sollen bis zur Ausgabe vorfahren. Gute Adresse. Wir sollten öfter hierher kommen. Lecker. Kann ich mal einen Mistkäfer probieren? Nimm zwei. Schön knusprig. Lecker. Yam, yam, yam! Endlich Essen fassen! Oh, sieht gut aus hier! Erdmännchen mit Erdäpfeln, Warzenschweinspeck mit Schweinebohnen! Mungo-Schmorbraten? Ah! Hier werden wir verwurstet! Willkommen! Heute empfehlen wir Warzenschwein in Aspik! Pumba! Nichts wie weg hier! Doppeltessen auf Rädern! Technischer Fortschritt ist was Feines. Was war das? Ach, ich glaube, mein Magen. Bist du sicher? Das ist selbst für deinen Magen zu laut. Die Herde ist in Panik! Schnell weg hier! Oh, das war knapp. Das war wirklich knapper als knapp. Timon, so eine wilde Kuhantilope nennt man auch Gnu. Oh, vielen Dank für diesen Getipp. Wir wären eben fast zertrampelt worden. Hey, ihr da in eurem sicheren Kämmerchen. Wohin? In die Höhle oder um den Berg herum? Ganz schön dunkel hier drin. Los, spring an, spring an! Boah, wie gruselig! Zum Glück habe ich meine Schmusedecke. Da fühle ich mich gleich viel besser. Das ist mein Ohr. Ups, Entschuldigung. Oh, da sind Leuchtkäferchen. Komisch, lauter Zwillingspaare. Ah! Fledermäuse! Rückt mir ja nicht aus dem Bett! Der Elefantenfriedhof. Na, was haben wir denn da? Mein Leibgericht mit Beilage. Oh nein, Jeden. Lass uns abhauen. Wohin denn? Egal. Eure Reise scheint hier zu Ende zu sein. Oh nein. Wohin jetzt? Vorwärts, rückwärts, links, rechts? Auf dem Bildschirm sind keine Pfeile. Na toll. Das heißt also, vorwärts. Festhalten. Pumba. Nein, nein, links. Nein, noch nicht. Halt. Abbiegen. Halt. Nein, weiter. Weiter, weiter, weiter. Oh, nein. Oh, Vorsicht. Oh, oh, ah. Ich dachte, du fährst. Tu ich doch. Okay, aus. Es ist vorbei. Ja, jetzt zeigen Sie die Pfeile. Und wo waren Sie, als wir sie gebraucht haben? Vielleicht müssen Sie die noch zeichnen. Also, nach oben oder nach unten. Rauf, runter, egal. Helft uns endlich.
Tut mir leid, dieser Weg ist mautpflichtig. Und die Maut seid ihr. Ich glaube, wir wurden gerade zum Essen eingeladen. Ich hab mich ja auch wackel gehauen. Au, Backe. So, da wären wir. Danke, dass ihr mit uns gefahren seid. Bitte steigt rechts aus und lasst keine persönlichen Sachen liegen. Wir würden uns freuen, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Mehr hast du nicht zu sagen nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben? Wieso? War doch nur eine Rundfahrt. Nur eine Rundfahrt? Ja, es ging doch rund, oder? Oh, so gesehen hast du recht, ja. Legen wir doch mal los. Oh, nein, erst sehen wir uns die Fotos an. Willkommen an Bord zu unserer nächtlichen Bootssafari. Ahoi, ich heiße Timon und bin euer Skipper auf der leckenden Rostschüssel. Winkt nochmal euren Eltern zum Abschied, vielleicht seht ihr sie nie wieder. Wenn sie wie meine Eltern sind, hätte das auch Vorteile. Kleiner Scherz, Mama. Nun denn, während der Fahrt keine Arme, Beine, Hauer oder Hufe im Wasser baumeln lassen. Pumba, Kamera klar? Klaro, Timon. Oh, ein Ostram-Leuchtkäfer. Die sind sehr selten. Und jetzt sind sie ausgestorben. Aber lecker. Zu eurer Rechten eine Herde Nilpferde. Einige dieser Schnuckel wiegen so viel wie 30 Warzenschweine. Und so sehen sie auch aus. Abgesehen von ihnen, Gnädigste. Die sehen hungrig aus. Wir umschiffen sie besser. Hey Leute, wo lang? Links oder rechts? Ja, entscheidet euch, schnell. Die gucken mich schon so komisch an. Pumba, jeder guckt dich komisch an. Entscheidet euch endlich. Die wackeln schon mit den Ohren. Okay, zu eurer Rechten seht ihr einen Felsen. Na klasse, einen Felsen. Timon, ist das nicht der Königsfelsen? Das Sinnbild des geweihten Landes, sein Herz und seine Seele? Ja, sag ich doch. Du, Timon, gibt es nicht Schlangen hier an dieser Stelle? Schlangen? Die können doch nicht schwimmen. Aber die können klettern. Schnell, steuer um sie herum. Woher weißt du, dass die eine sie ist? Keiner kriegt mich da näher ran, um das rauszufinden.
Okay, Freunde, wie sieht's aus? Links oder rechts? Nach links, links! Sie können sich entscheiden, wie Sie wollen. Ja, also für links. Wieso? Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Beachtet die plötzlichen Wetterumschwünge, während wir weiter den Fluss hinabgleiten. Sehr typisch für diese Gegend. Ah, Regen. Schön. Richtig erfrischend. Ach, ich liebe den Geruch von nassem Pumba am Abend. Das duftet wie... Pumba, wer wird sich denn vor so einem kleinen Gewitterchen fürchten? Mami! Hey, Skipper, warum bist du über Bord gesprungen? Ich wollte unseren Fahrgästen nur demonstrieren, dass man hier unbesorgt baden kann. Ja, deswegen. Du, Timon, gibt es nicht Schlangen hier an dieser Stelle? Schlangen? Die können doch nicht schwimmen. Aber die können klettern. Schnell, steuer um sie herum. Woher weißt du, dass sie eine sie ist? Keiner kriegt mich da näher ran, um das rauszufinden. Okay, Freunde, wie sieht's aus? Links oder rechts? Nach links, links! Sie können sich entscheiden, wie Sie wollen. Ja, also für links. Wieso? Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ein toller Vorschlag, Pumba. Entschuldigung. Zu spät. Wir sitzen auf irgendwas fest. Was machen wir jetzt? Wir genießen die sanfte Harmonie des fließenden Wassers, wie es an uns vorbeifließt, weil wir auf Grund sitzen, blockiert sind, festleben, auch bekannt als auf der Stelle stehen. Schaukel das Boot, renn hin und her, beweg deine überflüssigen Funde, damit wir freikommen. Von mir aus? Also, wo waren wir? Ach ja, direkt vor euch seht ihr das anmutige, stille, friedliche. Weg hier! Verschwindet! Zieht weiter! Halt an! Stopp! Angeber. Timon, schon wieder mir Pferde! Hakuna Matata, Pumba, keine Sorgen. Solange sie nicht mit den Ohren wackeln. Müsst ihr unbedingt das Warzenschwein duschen? Danke! Also, wo waren wir? Ach ja, direkt vor euch seht ihr das anmutige, stille, friedliche... Weg hier! Verschwindet! Die Kleine! Halt ab! Stopp! Angeber. Ach, endlich ein bisschen Ruhe. Ist das himmlisch? Nicht ein Geräusch. Nicht mal das vom Motor. Pumba, haben wir eine Panne? Kein Problem, hab alles im Griff. Komm in die Hufe, hier wimmelt es von Krokodilen. Sei nicht albern, Timon. Krokodile leben in den schwülen Sümpfen Amerikas. Nein, hier in dieser Gegend, da gibt es allerhöchstens... Ui, das war knapp. Das treibt einem den Blutdruck hoch. Und mir den Gasdruck. Nein, Pumba, nicht. Sag mir, es riecht hier nach Sumpfgas. Okay, Leute, links oder rechts? Nach rechts, da sieht es gut durchlüftet aus. Links sieht auch hübsch aus. Ganz recht, Pumba. Sieht wirklich hübsch aus. Wie ihr vielleicht seht, Herrschaften, fahren wir im Kreis herum. Nein, Pumba, die andere Richtung. Hey, sagt Pumba, er soll die andere Richtung nehmen. Die andere!
Ich kann nicht, der Wirbel, der Wirbel! Du meinst ein Strudel? Mir wird schwindelig! Au, au, mir bleibt die Luft weg! Na bitte, gute Wahl! Euer Skipper blickt durch. Seht nur die beschauliche, ruhige Nebelbank. Was ist denn das für ein Geräusch? Das klingt wie Wasser. Lauteres und immer lauteres Wasser. Das ist ein Wasserfall. Oh, tut mir leid. Skipper blickt nicht durch. Leute, danke, dass ihr mitgefahren seid. Vorsicht beim Aussteigen. Hat es euch Spaß gemacht? Also ich als Skipper würde das nächste Mal ein paar Dinge anders entscheiden. Okay, Freunde. Daumenstart klar für die nächste Tour. Ui, halt! Erst sehen wir uns die Fotos von unserer Bootsfahrt an.